Hi und herzlich willkommen hier mal wieder im Trumpet Dude TV. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar Felicitas Brunkel. Hallo. Eine Opernsängerin von Beruf und wir machen jetzt erstmal einen Song zusammen. Sehr gern. So, was singen wir denn jetzt? Ich glaube, wir singen eine schöne Nummer. Nancy Sinatra und Frank Sinatra. Darum habe ich den Anzug an. Und sieht er nicht gut aus? Ah, einfach ein Traum. Männer in Anzügen finde ich sowieso immer super. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Alright. Sehr gut. Also hier habe ich unsere Band. Mhm. Nicht? Ernsthaft? Oh, wir haben noch eine Band dabei. Echt? Yes. Cool. Are you ready? I'm ready. One. 2, 3. I know a steady line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all. The same old lies you were the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true. It never seems so right before. I practiced every day to find the better lines to say to make the meaning come true. To men that think I wait until the evening gets late and I'm time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Sagst du das? Ja. Was machst du eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist? Also, ich bin ja studierte klassische Sängerin und wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, ich mache einiges im Opernbereich. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Jahre an der Deutschen Oper am Rhein als Gastsängerin gearbeitet mit ein paar kleinen Sachen und das hat super viel Spaß gemacht. Ich mache aber auch Konzert, das heißt nicht nur auf der Bühne mit Schauspiel und Kostüm, sondern mache eben auch mit Orchestern Konzerte. Ich mache viel Kirchenmusik tatsächlich auch. Mein All-Time-Favorite Weihnachtsoratorium zum Beispiel ist super cool, es nimmt immer große Events und dann nebenher aber auch sehr viel Chanson. Oh, ja. Yeah.
que conserva le bruto de los ojos morgen. Das ist so ein bisschen so mein zweites Steckenpferd neben der Klassik. Das macht super viel Spaß. Und da habe ich auch schon viele Auftritte in privaten und da auch in öffentlichen Einrichtungen gehabt. Genau. Cool. Also bist du echt viel, also vielseitig unterwegs. Auf jeden Fall, also das ist so mein Ding, dass ich mich breit aufstelle, weil mir einfach so viele Sachen auch Spaß machen. Ach, das ist super. Ja, jetzt haben wir heute ein bisschen Jazz gemacht. Singst du auch Jazz? Ja, ich singe auch Jazz. Ich versuche es. Vorbild ist Ella Fitzgerald. Oh ja. Ich liebe ihre Stimme und vielleicht hört man das auch so ein bisschen, dass ich es manchmal versehentlich kopiere. Also Ella Fitzgerald ist für mich die Queen of Jazz. Da sind wir so ein bisschen Louis und Ella heute mit der Trompete. Ja, supi. Privat hängen wir auch manchmal ein bisschen ab. Was machst du jetzt gerade während der Zeit? Also jetzt ist natürlich gerade nicht viel los. Sind alle Konzerte, alles abgesagt worden. Es gibt einen Teil, da kümmere ich mich so ein bisschen tatsächlich auch um meinen Beruf. Ich gucke, dass ich regelmäßig übe. Ich gucke, dass ich jetzt die Zeit nutze, sowas wie Aufnahmen zu machen. Nette Sessions mit dir. Programme zusammenzustellen und zu planen. Und dann habe ich aber auch so ein bisschen mein zweites, oder ja, ich will jetzt nicht sagen Standbein, also eigentlich mein Hobby so ein bisschen ausgebaut. Ich male nämlich total gerne. Echt? Super gerne. Du hast doch eine Instagram-Seite dafür. Ich habe eine Instagram-Seite, Bellepaint, und eben jetzt auch eine neue Website, www.bellepaint.com. Schaut doch mal vorbei, schaut euch meine Bilder an. Das sind wunderschöne Sachen. Das schreiben wir in die Beschreibung rein vom Video, da könnt ihr auch den Link einfach anklicken. Auf jeden Fall. Und da verkaufe ich tatsächlich meine Originalkunstwerke. Ich mache auch Kunstdrucke von diesen Werken und ich verkaufe auch Postkarten, Grußkarten, Weihnachtskarten, und das ist natürlich cool, dass man, wenn man gerade nicht wirklich auftreten kann, ein bisschen einfach noch so ein bisschen Geld verdienen kann. Und natürlich ganz wichtig noch, habe ich fast vergessen, ich mache natürlich auch Vocal Coaching privat und aber auch jetzt neuerdings wieder an der Künstlerbühne Karlsruhe als Dozentin. Das ist natürlich auch immer ein zweites Standbein, unterrichten. Klar. Okay, also ich glaube, wir könnten vielleicht. Du kannst ja nochmal kommen, wenn du magst. Total gerne. Zum Trouble Duty TV. Unbedingt. Alles klar, dann war's das von uns. Macht's gut. Schöne Woche, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.